Alfred Wurm jetzt schon wieder ins Hin zurückgefallen, Christopher Börster und Stefan Fleming jetzt im Bild. Ja, auch knapp 11 unten bis zum Ende. Die drei Kämpfe sind jetzt ein bisschen spärlicher geworden. Auf jeden Fall vorne auch sehr spannend das Duell Zingler gegen Holzheim bzw. Großmann. Da werden wir jetzt gleich gucken, wann denn endlich Stefan Zingler in die Box kommt. Ich denke mal, die letzte Möglichkeit für ihn dürfte so circa 4 Runden vor Schluss sein. Da haben wir noch ein bisschen hin. Mal gucken, ob er das komplett ausnutzt. Und dann wissen wir, wer hier denn gleich auch ganz vorne stehen wird. Also da ist auf jeden Fall noch nicht das letzte Wörtchen gesprochen worden. Das ist wieder der eben angesprochene Dreikampf, Büttner und Fleming jetzt hier. Ja, da fahren sie nebeneinander in die Orange. Haben sich aber zum Glück wieder sortiert, Fleming vorne. Aber da ist er jetzt richtig dran. Der Christian Bündner. Da geht er auch schon aus dem Windschatten raus und er hat aber schon wieder. Doch, er hat die Innenbahn in der Zahnbürstenkopfkurve hätte er gehabt, wenn er da nicht gerade so einen ganz leichten Quersteher gehabt hätte. Er hat ihn ein bisschen Windigkeit gekostet und es hat schon wieder gereicht.
Ja, das. Etwas kleinere technische Probleme hatten wir jetzt gerade kurz, aber jetzt sollte es wieder laufen. Wir sind fast schon in der absoluten Schlussphase. 8 Runden sind noch zu fahren. Stefan Zingler immer noch nicht in der Box und wir sehen hier gerade den Fight zwischen Christopher Börste und das müsste das war David Bormann, das müsste eine Überrundung gewesen sein. Oh, David Bormann hier auch im Gras. Uiuiui. Ui, ui. Das kostet richtig viel Zeit. Da muss er jetzt warten, bis da die Kollegen alle vorbeigefahren sind, weil an der Stelle kann man eigentlich nicht so einfach gefahrlos wieder auffahren auf die Strecke, wenn da noch jemand von hinten kommt. Denn hier sehen wir jetzt Jonas Lapp gegen Christopher gegen Daniel Backhofe. Das ist der Kampf um Position 8 und ja, den gewinnt jetzt erstmal. Oh, das wird nicht, das ist ein anderer Moment. Das ist Lapp gegen Backhofe und den gewinnt gerade Jonas Lapp. Wenn ich das richtig sehe. So ist es. Dahinter war nämlich Börse gegen Büttner. Da hat Backhofe jetzt wieder vorbei. Also den vorderen hat
Daniel Backhofe gewonnen, der jetzt mittlerweile auf 9 ist. Das wäre ja ein Ding, wenn er in seinem ersten Rennen, in dem er ins Ziel kommt, gleich in die Top 10 fahren könnte. Auf 8 jetzt sogar. Und Ziegler und Holzer in der Spitze müssen ja auch nochmal in die Box. Gut, die wird er wahrscheinlich nicht mehr einholen können. Aber trotzdem eine gute Leistung. Ja, vorne guckt man so ein bisschen. Stefan Ziegler hat ungefähr 14 Sekunden Vorsprung auf Ronald Großmann. Also mehr als 14 Sekunden darf er in der Box nicht brauchen, um den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Auf Danny Engels hat er ungefähr 30 Sekunden Vorsprung. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken. Also der Boxenstopp von Stefan Ziegler steht noch nicht unmittelbar bevor, aber in den nächsten drei Runden sollte eigentlich schon reinkommen. Ja, das wird eine richtig knappe Nummer, weil diese 14 Sekunden, das ist so auch ungefähr ein bisschen mehr vielleicht, was man in Box verliert. Also das könnte richtig, richtig eng werden. Er braucht ja nicht viel Sprit. Er fährt im Grunde rein und lässt da einen Liter vielleicht nachtanken, wenn es hochkommt. Und dann geht es sofort weiter. Steht er ja noch nicht mal eine Sekunde für. Und Büttner und Börst kämpfen hier um Position 10. Börst jetzt hier auf der Außenbahn. Und es sieht so aus, als könnte er sich hier auch gegen Christian Büttner durchsetzen. Davor hat man gesehen, der enge Zweikampf nach wie vor sehr eng zwischen Jonas Lapp und Daniel Backhofe um Position 8. Lapp auf der Außenbahn setzt sich hier wieder durch. Mittlerweile sind wir schon 90 Minuten gefahren, exakt 93 Minuten sogar schon. Wir sind so langsam in der heißen Endphase. Oh ja, und man merkt es auch, wenn man die Zweikämpfe hier sieht. Christian Büttner da wieder sehr wild unterwegs. Stefan Ziegler wird auf jeden Fall noch eine Runde. Sich da nicht damit zufrieden, dass er von Börste hier vorhin überholt wurde. Da hatte aber auch ein wilder Drift von Bündner und auch Fleming dahinter, war ganz schön quer. Vorne sahen wir einen recht engen Kampf zwischen Lapp und Backhofe, muss es das sein. Die schenken sich da auch nichts. Das ist immerhin der Kampf um Position Nummer 8. Ja, und so langsam in den letzten 5 Runden, wenn man da dann doch lieber die 8. als die 9. Position hat, muss man da natürlich auch ganz schön kämpfen. Ja, nach 90 Minuten hier immer noch so dicht zusammen. Hier, da ist mittlerweile ein Dreikampf draus geworden. Büttner, Börster und Fleming. Auf Position 10, 11 und 12. Und Büttner sticht da ihn rein. Und ui,
ein wildes Manöver, aber er kann das Auto irgendwie hinten halten und das reicht aber trotzdem nicht. Da muss er sich trotzdem wieder hinter Christopher Börster einreihen. Stefan Fleming guckt sich das so ein bisschen von hinten an. Hier in der schwierigen Doppellinks, wo sie alle ein bisschen quer stehen. So, und Zingler fährt noch eine Runde, dann langsam wird es richtig eng. Aber ich hoffe, er weiß, was er tut. Also sind jetzt, für ihn ist es jetzt, ja, noch 4 Runden zu fahren, genau. Manfred Wurm gegen Klaus Neumann. Wieder ein teaminternes Duell. Schwer zu sagen, wer hier jetzt wer ist. Klaus Neumann ist der vordere von den beiden. Und Manfred Wurm auf 12. Ich glaube, da ist er auch nicht so unzufrieden mit. Manfred ist einer von denen, die dieses Auto wirklich überhaupt nicht mögen. Er würde das am liebsten komplett aus dem Rennkalender streichen, genau wie den LX6. Kommt damit nicht besonders gut klar. Und wenn man das berücksichtigt, der 13. Platz noch ganz okay. Und Büttner gegen Fleming in T1. Ja, er versucht da so ein bisschen innen rein zu stechen, aber das, ist an der Stelle nicht so einfach, wollte ich gerade sagen. Und da sind auch beide sehr, sehr dicht zusammengekommen, haben einen heftigen Quersteher. Stefan Fleming ist auch hier, also hier wird jetzt wirklich letzte Rille gefahren, ein bisschen mehr sogar. Ist ja klar, nach einem 90-Minuten-Rennen, wenn man dann plötzlich nochmal merkt, es geht wirklich hier nur noch um zehnte Sekunden. Versucht man nochmal richtig Druck zu machen. Büttner hier jetzt mit einem kleinen Fehler. Bisschen zu weite Linie und sofort ist Fleming wieder da, aber kann da noch nicht so richtig was draus machen. Jetzt wieder auf der Bergaußerpassage, da wird er wieder abreißen lassen müssen. Und wir befinden uns eigentlich in der zweitletzten Runde und sowohl Stefan Zingner als auch der zweitplatzierte Thorsten Holzer waren noch nicht in der Box. Ein Pflichtstopp gibt's aber nicht, oder? Das ist richtig, sie könnten theoretisch durchfahren. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht daran, dass sie es schaffen. Also 106% oder so hatte ich am Anfang mal gesagt, braucht man an Tankgröße, um das Rennen zu überstehen. Ich weiß nicht, man kann natürlich immer noch ein bisschen was rauskitzeln, wenn man die Gänge ein bisschen anders legt. Aber also, wenn sie das Risiko eingegangen sind und tatsächlich hier durchfahren, und dann ist das ein ganz, ganz enges Ding und dann war es wirklich ein sehr, sehr hohes Risiko, was sich dann am Ende auszahlt. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Das warten wir mal lieber ab. Die Abstände sind ungefähr gleichbleibend zu Ronald Groß und auch Danny Engels. Da hat sich das jetzt alles etwas relativiert. Also Danny Engels mit einem guten Vorsprung auf Christian Scheidt auf jeden Fall auch und Ronald Großmann wiederum auch mit einem guten Vorsprung auf Danny Engels. Also wer jetzt hier gewinnt, hängt wirklich davon ab, was Zingler und Solzer machen. Ja, und Zingler kommt auf Start-Ziel.
Mal gucken, ob er wieder draußen bleibt oder ob er sich jetzt doch mal langsam entschließt. Und er entschließt sich tatsächlich langsam und fährt noch in die Box in der drittletzten Runde. Und damit geht jetzt zunächst mit Thorsten Holzer in Führung. Der aber auch in der Box ist. Tatsächlich, Thorsten Holzer liegt dahinter. Auch in die Box gefahren. Wir fahren beide direkt wieder los. Ronald Großmann ist jetzt auf Start und Ziel. Und ja, er geht vorbei. Er geht vorbei an Stefan Zinger. Und ja, wo bleibt Danny Ingels? Das ist die große Frage. Da hinten kommt er. Ja, der ist noch ein ganzes Stück zurück. Er wird davon nicht mehr profitieren können, denke ich. Aber es ist recht knapp. Also es sind gerade mal, ja, ich würde sagen 3 bis 4 Sekunden, die Ronald Großmann jetzt vor Stefan Zinger ist. Dahinter Thorsten Holzer und dann Danny Ingels. Aber die Abstände sind schon recht komfortabel. Deshalb würde ich fast sagen, wenn keiner von denen mehr einen Fehler macht, ist das der Zielanlauf. Das ist natürlich auch ein wirklich tolles Ergebnis für Thorsten Holzer, weil wir müssen ganz ehrlich sagen, so zu Beginn und Mitte des Rennens hatten wir jetzt nicht damit gerechnet, dass er wirklich hier auf den dritten Platz fahren kann. Ja, auch Thorsten hat sich irgendwie so ein bisschen zwischen den Kameras nach vorne gemogelt. Er hat ja auch schon ein bisschen Pech gehabt unter der Saison. Ein Auswanderer und lebt Norwegen und ist da mal von einem Stromausfall betroffen gewesen. Und ist dafür doch trotzdem immer noch immerhin auf dem 10. Platz in der Gesamtwertung. Wenn er das Rennen da wegschmeißen musste, also wir haben ja keine Streichergebnisse in der Masters, also wenn man ausscheidet, dann ist das wirklich ein herber Punkteverlust. Ja, und ich würde sagen, das ist auch ein wirklich exzellentes Teamergebnis für AOR Nox oder sagt man Hornox? Also ich sage ja lieber Hornox. Ja, hast du auch vollkommen recht mit. Also für Team Hornox, Ronald Großmann und Thorsten Holzer Platz 1 und 3, das ist wirklich ein, würde ich sagen, ein schönes Ergebnis. Damit kann man arbeiten, damit kann man sich vielleicht auch wieder nach vorne kämpfen, um die Teammeisterschaft mitzureden. So, und Ronald Großmann geht jetzt in die letzte Runde. Der einzige übrigens, es gibt tatsächlich noch einen Fahrer, der noch nicht in der Box war, nämlich Rainer Reitberger auf 19. Relativ weit zurück, also richtig profitieren konnte er davon wohl auch nicht, aber immerhin. Immer noch mit dem original befüllten Tank unterwegs. Da wird er jetzt langsam den letzten Tropfen raussaugen. Büttner und Fleming immer noch dicht beisammen. Und die fighten auch wirklich bis zum letzten Meter. Büttner jetzt wieder auf der Innenbahn, da kommt er wieder vorbei. Die beiden gehen jetzt gleich in ihre letzte Runde. Oh, und da kommt er nochmal ins Schlingern, aber er ist richtig dran jetzt, der Stefan Fleming, und kann da auch in den Windschatten gehen. Und jetzt, wenn man so dicht im Windschatten ist, dann sind auch die Kilos egal. Dann kommt man auch schon mal vorbei und das passiert ihm jetzt. Ja, es reicht wohl nicht ganz. Jetzt hier wieder die Außenbahn auf der langen Kurve und hat auch die Außenbahn in T1. Da bleibt Büttner erst nach vorne. Ja, und so langsam geht dann auch Ronald Großmann jetzt auf Start und Ziel. Damit sage ich herzlichen Glückwunsch, Ronald Großmann,
Mit dir ein wirklich tolles Rennen zu Ende. Platz 1 für ihn, Platz 2 Stefan Zingler und Platz 3 Thorsten Holzheim. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ronald Großmann wirklich heute auch, muss man sagen, anscheinend mit der überlegenen Strategie. Also wenn man sieht, was da andere draus gemacht haben, wie der Herr Hinz zum Beispiel, den wir ja am Anfang sehr weit vorne gesehen haben, mittlerweile nur noch auf Platz 13. Da hat er das schon richtig gut ausgewürfelt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da hinten noch einen... Da ist immer noch der... Oh nein, das ist eine Überrundung. Also kurz weiter die Platzierung. Danny Engels auf der 4, Christian Scheins auf der 5, Ricardo Hohmann auf der 6 und Björn Reichert auf der 7. Und die beiden, Fleming und Büttner, haben sich immer noch nicht so richtig trennen können, aber ich denke mal, es wird der Büttner jetzt nach Hause fahren, wenn er jetzt hier in der Schikane nicht noch einen Fehler macht, aber da ist das Gegenteil passiert und Stefan Fleming macht noch seinen Fehler, da hoffen wir mal, dass er da sein Auto noch nicht wegschmeißt, aber das tut er dann auch nicht mehr. Auf der 8, Julius Blatt auf der 9, Christopher Börste auf der 10, Christian Büttner auf der 11, Stefan Fleming. Ja, ich mache mich mal mit dem Mikrofon auf in die Boxengasse, um die Fahrer quasi noch in ihren Autos zu interviewen. Ich bin in wenigen Augenblicken wieder da. Ja, und jetzt wird das Rennen hier auch offiziell beendet. So, und da bin ich auch wieder zurück und ich habe die Leute aus ihren Autos jetzt zu uns in die Boxenkabine, Sprecherkabine gezerrt. Und dann sage ich einfach mal Hallo zu den dreien und erstmal einen ganz herzlichen Glückwunsch an Ronald Großmann. Hallo Ronald. Hey, danke. Ja, Ronald, zwischenzeitlich haben wir dann doch stark überlegt, ob du denn wirklich nur die 3 Liter oder was es war nachgetankt hast, die man brauchte, oder hattest du den Tank am Anfang nicht voll gemacht? Also ich bin mit 70% losgefahren, also ich habe mir ausgerechnet, ich brauchte ungefähr 105, bin mit 70 losgefahren und habe halt die 35 dann nachgetankt. Ja, wir haben schöne Zweikämpfe gesehen, du und auch Christian Scheins, dein Teamkollege, am Anfang enge Fights miteinander, du hattest ja am Anfang was nicht ganz vorne, hast dich ja dann recht schnell nach vorne gekämpft und konntest auch deine Pace gehen. Hast du da, hattest du alles so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast? Naja, die Quali hätte können ein bisschen besser sein. Ich hatte mir eigentlich Top 4, also 4. Platz war schon ganz gut, aber hätte gerne noch ein bisschen weiter vorne gestanden. Aber konnte am Start dann ganz gut schon Boden gut machen. Und ansonsten, dann lief das Rennen, die Zweikämpfe dann mit Christian, das ging, der hat mich mehr oder weniger vorbeigewunken, weil er wusste, dass er jetzt nicht ganz so die Pace von mir fahren kann und nun Stefan vorher auch.
Und deshalb dann lief das dann einfach so, wie es sollte. Und dann habe ich heute versucht, Boden gut zu machen für meinen Stop. Ja, vielen Dank für das Statement nochmal. Ich hoffe, du freust dich natürlich Ja, über auf jeden deinen Fall. Sieg. Ja, nicht böse sein, aber wir stringen jetzt kurz den Steffen Zingler und machen beim Thorsten Holzhey weiter. Thorsten, hallo. Ja. Und zwar, ihr habt nämlich ein grandioses Teamergebnis eingefahren, du und der Ronald auf den Plätzen 1 und 3. Du warst ein bisschen unscheinbar, mit dir haben wir nicht richtig gerechnet und am Ende bist du dann doch auf dem Treppchen. Hast du das auch so erwartet? Erwarten will ich mal so nicht sagen. Für mich war eigentlich klar, nach dem Montagsrennen oder nach dem Montagstestrennen, dass ich definitiv voll bis unters Dach starten werde und werde dann zum Ende des Rennens sehen, wie viel muss ich nachtanken. War zufrieden mit meiner Quali und wusste natürlich auch mit den Extragewichten, die wir geladen hatten, dass es schwer werden wird, gerade so die ersten 4, 5 Runden stehen gegen die Leute, die keine Gewichte an Bord hatten und auch nur, was weiß ich, 70% oder 60% getankt haben. Aber die Rechnung ging auf und bin natürlich überglücklich über den dritten Platz. Ja, in der Teamwertung habt ihr jetzt auch wahrscheinlich ganz schön Boden gut gemacht auf BST East. Macht ihr euch da noch Hoffnung für den Teamtitel? Also wir werden unser Bestes geben. Also Genau. kampflos werden wir den bestimmt nicht den ersten Platz überlassen. Ganz genau, das ist eigentlich mein Ziel. Ich will angreifen gegen die BSTler. Nein, Scherz. Wir werden kämpfen, bis es nicht mehr geht. Ganz einfach. Und wenn wir am Ende auch auf dem Treppchen stehen, dann haben wir alles richtig gemacht. Ja, die nächste Kombination ist der UFR und der XFR auf West Hill. Soweit ich richtig Ja, informiert bin, ja. richtig. Wie gefallen euch diese Autos so und die Kombination generell? Also bei mir ist es dann das schon das dritte oder sogar vierte Rennen, was ich in der Kombination schon gefahren bin. Zweimal in einem oder einmal in Masters und zweimal in einem Langstrecken-Event. Aber diesmal fahren wir die Strecke andersrum. Also es wird nochmal ein bisschen anders, aber ich bin eigentlich recht glücklich mit der Kombination. Ich komme eigentlich ganz gut klar, auch mit den kleinen GTRs. Ich freue mich riesig auf die Kombi. Die bin ich letzte Saison auch schon gefahren, mehrfach. Ist leider wird der kleine, der UFR wird leider mit Luftrestriktor bestückt. Und dadurch werde ich wahrscheinlich dann den XFR fahren, weil der ganz einfach dann im Endeffekt auch mit Zusatzgewichten Leistung hat. Da bin ich wahrscheinlich der Einzige, der sich nicht auf das Rennen freut. Also mit den Frontkratzern sind nicht meine Autos. Aber ich denke mal, das bekommen wir noch hin. Ja, gut, das ist die perfekte Überleitung zu Stefan Zingler, den wir natürlich nicht vergessen haben. Stefan, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zu dem zweiten Platz. Jo, danke. Wir haben am Ende ganz schön gerätselt, weil du hast ja doch ganz schön Zeit gelassen mit deinem Boxenstopp. Ja. Hätte es klappen können, nicht stoppen zu müssen. Nee, stoppen hätten wir so oder so müssen. Das Problem war bloß, dass ich drei, vier Fahrfehler drin habe und die haben mir halt dann die 3 Sekunden geraubt, die mir dann auf Ronald gefehlt haben am Ende. Das war das Ja, Problem. generell ein sehr, sehr spannender Zweikampf zwischen euch. Man hat immer gesehen, dadurch, dass du ja mit deinen 32 Kilos und dass du das Auto voll hattest, hattest du auf der Geraden nicht wirklich die Chance, da irgendwie Windschatten zu Nee. nutzen. Wie sehr nervt das denn einen im Cockpit? Ja, es ist schon ganz schön deprimierend, sage ich mal, wenn man selbst aus der Kurve im Windschatten dran rauskommt und dann zieht der vor einen einfach nur weg. Also man kann nicht mal im Windschatten dranbleiben, ist schon ganz schön deprimierend am Anfang. Trotzdem hat es geklappt. Platz 2 nicht ganz so toll geklappt hat es für deinen Teamkollegen Florian Hinz. Er ist zurzeit Meisterschaftsführender und dein Teamkollege in der Teamwertung. Ja, Was war denn da heute los? kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen. Ich weiß nicht mal, welcher genau geworden ist, weil ich habe mich bis jetzt noch nicht informiert. Aber Teamwertung ist definitiv auch noch ein Thema für euch. Ja, auf alle Fälle. Versuchen natürlich oben zu bleiben. Alles klar. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die Fahrerinterviews und ich gebe einfach mal ab an Stefan. Stefan, bist du noch wach? Ich bin noch wach, ja, selbstverständlich auch von mir. Vielen Dank an die Runde aus den Fahrern. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zuzugucken. Ich hoffe, unseren Zuschauern auch. Und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, so ein bisschen den Co-Kommentator zu spielen.
Ja, von meiner Seite auf jeden Fall auch sehr, sehr vielen Dank an Sebastian Schmitz. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, der ist gesundheitlich doch im Moment recht kräftig angeschlagen, hat sich aber trotzdem bereit erklärt, hier heute ich weiß nicht, wie lange sind wir jetzt drauf auf dem Stream? Ich glaube, es waren deutlich über 2 Stunden, 2 1/4 oder so, durchzukommentieren. Ohne ihn wäre der Stream wahrscheinlich ins Wasser gefallen. Also vielen Dank an der Stelle. Ja, dazu möchte ich auch noch kurz sagen, also mir hat es wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, auch ich hoffe euch Zuschauern auch, also mit dem Stefan, das war echt eine schöne Sache und ich freue mich natürlich auf das zweite Rennen, was wir auch streamen werden. Das wird ein bisschen später in der Saison sein, und zwar den Fox in South City. Da seid ihr natürlich auch alle wieder herzlich eingeladen zuzuschauen und da habe ich auch hoffentlich wieder eine Stimme. Ja, am 9.5. ist es übrigens. Dann auch mit einem interessanteren Quali-Modus, nämlich One Lap Plus Plus Top 5 Shootout. Das wird auch eine sehr lustige Sache werden. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und damit würde ich dann sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, tschö.